Ein Erfolgsmodell von Opel ist das Kompakt-SUV Mokka. Die citytauglichen Abmessungen, die erhöhte Sitzposition, das gute Raumangebot und das ansprechende Design sind wohl die Säulen des Erfolges. Zudem ist das Modell immer wieder auch zu Aktionspreisen erhältlich, wie unser Testfahrzeug, ein Mokka Cosmo 1,7 CDTI Diesel mit 130 PS und Allradantrieb, der zum Testzeitpunkt September 2014 um 26.090 Euro anstelle von 28.100 Euro verkauft wird. Der 4,27 Meter lange Mokka kommt in Cosmo-Ausstattung mit einer Reihe attraktiver Features, so etwa mit 18 Zoll Leichtmetallfelgen, stark getönten Frontscheiben, hochwertiger Innenausstattung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 230 Volt Steckdose und zahlreichen elektronischen Assistenten, wie etwa akustische Einparkhilfe vorne und hinten sowie Fernlichtassistent. Dank Allradantrieb sind auch kleinere Geländeausflüge und winterliche Bedingungen sehr gut zu meistern. Grundsätzlich fährt der Mokka 4x4 mit Frontantrieb. Wenn Schlupf auftritt, wird die Antriebskraft bis zu 50:50 auf Vorder- und Hinterachse automatisch verteilt. Die Berganfahrhilfe verhindert automatisch ein Zurückrollen im steilen Gelände und hält das Fahrzeug sicher am Stand. Auch an Bord ist überdies ein Bergabfahrassistent, der über eine Taste zugeschaltet wird und eine kontrollierte Bergabfahrt im steilen Gelände ermöglicht. Mit dem 130 PS Diesel steht ein leistungsstarkes Aggregat zur Verfügung, das allerdings viel Schaltarbeit verlangt und sehr rau agiert. Der Testverbrauch betrug akzeptable 6,5 Liter auf 100 Kilometer. Der Mokka CDTI schafft 185 km/h Spitze und ist auch dank seiner Innenraumqualitäten durchaus langstreckentauglich. Vorne und hinten sitzt man bequem mit ausreichend Platz. Der glattflächige Kofferraum fasst im Normalzustand 356 Liter und kann auf 1372 Liter erweitert werden. An Ablagemöglichkeiten mangelt es auch nicht. Die ansprechend gezeichnete Armaturenlandschaft ist zuweilen mit Knöpfen etwas überfrachtet, aber daran gewöhnt man sich. Alles in allem ist der Mokka zu Recht ein Erfolgsmodell und wird dies auch bleiben. Schließlich kommt ja auch ein neuer Dieselmotor, der das raue und etwas unelastische Aggregat in Kürze ablösen wird. Und wer es günstig haben will, kriegt den Basisbenziner schon zum Sonderpreis ab 18.990 Euro.